Internetdiskussion darüber, ob das okay ist, dass der Retro-Gott hier rappt. Motiviert durch menschenrechtliche Besorgnisse. Angela Merkel hat einen Friedenspreis von Barack Obama bekommen. Und fett bedeutet gut, schwul bedeutet schlecht. Die soziokulturelle Quadratur des Wiener Kreises sprengt weder meinen Horizont noch irgendeinen ab, sondern passt genau auf meinen intellektuellen Schambereich. Ich schäme mich für nichts, noch nicht einmal für Geld. Rap ist das, was er für Rap hält. Du hast dir allen Ernstes so ein glitzerndes Gebiss getroffen, hast du ein Glitzer-Jeans-Anzug mit Manga-Optics drauf, pinke Timberland-Boots mit karierten Muster. Du bist schwuler als ein Schwanzlutscher. In einer Welt, in der die Differenz keine Unterschiede macht, ist, dass du mir zuhörst, schon ein politischer Akt. Meine ganze Rhetorik ist Ausdruck einer Phase, in der ich verbal substituierte Schwänze blase. Die Schriftgelehrten geben der Oralität den Vorrang. Ein körperlicher Vorgang zwischen harten Fakten und eisernen Vorhang bringt starke Missbindungen hervor. Deutschland vor! Noch ein Tor! Bauer, Bauer, Bauer sucht Frau. Bauer, Bauer, Bauer findet sie. Bauer, Bauer, Bauer schwängert sie. Bauer, Bauer, Bauer. Ich schaue seit Jahren nur noch die neuen Folgen von Goodbye Deutschland. Wenn ich jetzt sage, dass ich irgendwann gern mal auswandern würde, besteht jede Menge Eisfertigungsbedarf. Ich lege die Fernbedienung bei deiner Beerdigung ins Grab. Aus promotechnischen Gründen bin ich politisch engagiert, denn die Scheißpartei Werbung teilt der Scheißstaat. Promotion ist eine teure und wichtige Sache. Vor allem, wenn ich etwas sehr Unwichtiges mache, gilt es jeder Kleinigkeit Bedeutung beizumessen. In Afghanistan Truppen aus Deutschland einzusetzen, ist auf ästhetischen Gründen keine schlechte Idee. Militanten an sich passen in das Rapper-Klischee, das ich versuche zu erfüllen, um ins Fernsehen zu gelangen. Deutschland Hip-Hop und die Bild Zeitung ziehen an einen Strang. Wissenschaftliche Berichte über den Weltuntergang bezeugen auch noch einen Rest von christlichem Selbstverständnis. Weltverständnis, selbstverständlich ist es von dem Verständnis, das wir von uns selbst abhalten. War ein bisschen anders als auf der Klasse, aber dafür sind wir ja auch auf einem Konzert, oder? Auch wenn das rot war, das fühlt es sich noch leer an. Vielleicht war Eva Braun emanzipierter als Eva Herrmann. Vielleicht hätte Adam von keiner dieser Evas den Apfel angenommen und stattdessen den Stamm erklommen. Ein Blick übers Paradies